Hallo liebe Fight-Fans, neben mir Combat Club Cologne-Kämpfer Jonas Wiestein. Jonas, gerade ein Thriller zu Ende gegangen. Beschreib uns mal den Kampf aus deiner Sichtweise. Ja, kann ich so direkt jetzt gar nicht wiedergeben. Ich versuch's mal ganz grob. Der war echt ein kräftiger Kerl und ich habe mich irgendwie zu sehr auf dieses Krafting eingelassen, habe zu wenig auf Technik gekämpft. Bin dann mit dem Takedown gescheitert, kann mich nicht gut daran erinnern. Auf jeden Fall, als ich dann unten war, in der Halfmount, das ist eine schwere Position, wenn jemand wirklich kräftiger ist, dann ist es echt schwer, aus der Halfmount rauszukommen. Und hab alles verballert da drin. Danach war der Kampf ein bisschen gelaufen, ein bisschen zu, meine Muskeln waren ein bisschen zu. Ja, ich weiß, ich bin extrem sauer, man, hätte ich echt hinkriegen müssen. Schade. Ja. Es gab ja auch eine kleine Kontroverse, der Kampf ging ja auch noch in eine Verlängerung. Was ist da genau geschehen? Ich weiß nicht, die haben den Punkte gegeben. Wir haben hier ganz klar die Regel, dass die Position 3 Sekunden halten muss. Er ist irgendwie, weiß ich auch nicht mehr wie genau, in die Side-Control gekommen. Ich habe aber sofort mit dem Stiff an ihm sofort wieder runter. Nach einer Sekunde war ich wieder auf den Beinen und trotzdem hat er die Punkte bekommen. Aber war ein kleiner Fehler, die Stiere, das haben die ja wieder aufgehoben, kein Problem. Alles in Ordnung soweit. Man kann mal passieren, wenn er die Punkte gibt und das vergisst mit der Runde. Wenn die Jungs dagegen so korrekt sind und dagegen dann Einspruch erheben aus den eigenen Reihen, gar kein Ding, ist okay. Man konnte also, dann wurde eine Minute verlängert und dort zählt ja dann, sofern kein Punkt erreicht wird, wer der Aktive von euch beiden war. Und da hat man Alex diesen aktiven Part gegeben. Du hast selber gesagt, du hast ein bisschen Kraft verballert. Hat es daran gelegen, da war da nicht mehr genug Energie da, um da noch etwas zu machen? Ich wollte halt wirklich nicht einfach mit Aktivität, ich wollte halt wirklich den Takedown holen und nicht die große, hätte ich wahrscheinlich einfach machen sollen, die Größe, mehr Aggressivität zeigen. Und ich wollte wirklich auf den Takedown und habe auf den Moment gewartet. Hat sich nicht wirklich ergeben und dann hat er halt viel nach vorne laufen, viel schubsen, reißen, was im Endeffekt unterm Strich gleich null ist, aber sieht danach mehr aus. Hätte ich schon besser getan, das auch so zu machen, aber habe mich falsch entschieden, habe darauf gehofft, einen Takedown hinzukriegen, wirklich einen Takedown. Hat nicht geklappt, danach war klar, war mir auch bewusst, dass er dann mit der Aggressivität gezeigt hat und dann damit gewinnt, war klar. Beim Tap-Out-Snap hast du ja auch im Schwergewicht mitgemacht und dort auch den ersten Platz dir geholt. Wie siehst du dich selber jetzt in der Schwergewichtsklasse, so kräftemäßig? Kannst du da locker mithalten? Ich sag mal, dass eher, ich kenne jetzt halt auch nicht so viel aus dem Schwergewicht. Ich würde mal sagen, dass jetzt die Leute, die ich bis jetzt gekämpft habe auf dem Grappling-Turnier im Schwergewicht, war halt einmal die beiden Kämpfe jetzt hier. Das ging kräftemäßig einigermaßen. Ich bin jetzt nicht so schwer wie er. Er war bestimmt jetzt auf 115, schätze ich den jetzt mal. Also das ist schon sehr schwer. Beim Andreas Kaniotakis ging das auf jeden Fall. Beim Kampf davor, er läuft auch mal 110 Kilo rum, das ist nochmal gut 12, 13 Kilo mehr als ich habe, ging das kräftmäßig auch. Nicht, dass ich jetzt irgendwie vorhätte, in die Schwergewichtsklasse zu wechseln. Also damit so viel Gewicht muss ich machen, dass mir das irgendwie beeinträchtigt oder ich darüber nachdenke. Aber von der Kraft her ist das jetzt kein großer Unterschied zu den anderen Jungs. Ich denke, da kann ich mithalten. Um mal eine kleine Zukunftsperspektive zu werfen, du hast ja bei den DGL-Meisterschaften beim Combat Club Cologne mitgemacht. Wird man dich jetzt öfters im Grappling sehen? Ja, ich habe auch schon früher versucht, immer wenn es ging, was mal einzurichten, dass ich mal auf so ein Turnier wie hier fahre. Das ist eigentlich immer so, immer mein Plan. Aber im letzten Jahr war ich halt nicht so viel aktiv bei Grappling, weil ich viel immer mehr gekämpft habe und dann ist die Verletzungsgefahr einfach zu groß auf den Turnieren hier. Aber wenn ich jetzt dafür erstmal Zeit habe, ich habe gedacht, ich nehme jetzt nach dem Schlingerkampf eine kurze Pause, um ein bisschen an meine Technik, ein bisschen was an meinem Boxen zu ändern und einfach mal, dass wir das so ein bisschen umstrukturieren, weil es ist halt doch schon andere Dimensionen annimmt alles. Lass uns darauf mal einstellen und dass wir uns da mal ein bisschen beraten. Und das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt einfach so wie früher Kampf. Machen deshalb, klar, wenn ich jetzt Zeit für Grappling habe, dann mache ich auf jeden Fall immer Grappling, bis es wieder losgeht mit der MMA. Danach muss man halt echt gucken, kannst du jetzt nicht immer auf dem Grappling fahren, wie man sehen, der Fahrer hat sich gerade den Arm gebrochen. Ja. Ist eine hohe Verletzungsgefahr. So, ne? Das ist es halt immer, ist das selten wert, das Risiko. Zeit hattest du ja auch jetzt, weil war ein bisschen auch konfus. Erst kam die Meldung, dass du bei der WFC kämpfen sollst. Dann habt euer Management sich da ein wenig verworfen, wie wir gestern im Interview feststellen konnten. Wie hast du die ganze Situation erlebt? Also ich habe das so, ich habe natürlich nur so erlebt, wie der Jengis das erlebt hat, weil ich habe mit dem Promoter selbst nicht in Kontakt gestanden. Das heißt, ich habe ein paar E-Mails gelesen und habe das so grob mitverfolgen können, was da überhaupt passiert ist. Es war ein bisschen komisch. Irgendwann kriege ich einen Anruf, wir haben gebucht, Kampf, ich habe mich mega gefreut auf den Kampf. Wäre der größte bis jetzt gewesen in Serbien. Ich war Feuer und Flamme dafür. Und dann irgendwann habe ich einen Anruf vom Jengis bekommen, dass die falschen Flüge gebucht wurden. Ja, die wollten uns nach Frankfurt fahren lassen, obwohl ich einen Flughafen vor der Tür habe. Und dann kam ich auch noch an, planmäßig, eine halbe Stunde, bevor die Waage losgeht. Ne? So.
habe ich dem Jungs gesagt, hör mal, wenn die mich später auf die Waage lassen, dann versuch was Besseres rauszuhandeln. Und dass wir irgendwie andere Flüge kriegen. Ich habe selber aber der Airline angerufen und gefragt, ob es überhaupt möglich wäre, umzubuchen. Alles kein Problem, kostet 35 Euro. Okay, das Ding ist durch. Ein paar Stunden später kriege ich einen Anruf, hey Jonas, es eskaliert, das Ding ist vorbei. Weißt du was? Wie kam es jetzt dazu? Ja, ich bin natürlich erstmal verdutzt und dachte, irgendwas kann doch nicht stimmen. Und am nächsten Training habe ich den Dennis getroffen. Er zeigt mir ein paar E-Mails und auf einmal lese ich da fuck you, ey, fuck you, what the fuck, will der, kannst mich mal und hast du nicht gesehen? Ja, ich denk so, also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich überworfen. Ja, das war so ein richtiger Bitchfight. Ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Ich meine, wir reden nicht von irgendeinem Füllefanz-Veranstaltung. Das ist auf internationalem hohem Niveau. Und da hat man sich bitte auch dementsprechend zu überhaupt mal zu artikulieren und überhaupt so auch zu verhalten. Ich meine, wenn der Cengiz sagt, hör mal, da ist mit dem Kampf, mit dem Flugzeug, was geht nicht, können wir uns irgendwie in der Mitte treffen. Und sagt der Typ, ja, will der kämpfen oder nicht? Wenn er sein Gewicht nicht hat, dann, ich habe ein Gewicht, aber ich brauche halt auch die Zeit, um mein Gewicht zu kriegen. So, ich laufe ja nicht damit rum. Ist ja nicht mein erster Kampf. So, aber irgendwie, ich kann doch wirklich auch nur sagen, das sagen, was im Grob, was der Cengiz euch gesagt hat, weil ich das nur über den Cengiz mitbekommen habe, nicht vom Veranstalter selber. Okay, trotzdem sind wir natürlich interessiert, wie wird es denn jetzt in Zukunft weitergehen? Gibt es da jetzt schon konkrete Pläne oder vielleicht einen Kampf, von dem du berichten kannst? Leider nicht. Also es gibt natürlich Pläne, Weißt du, wenn ich jetzt irgendeinen Plan, wenn ich jetzt einen von meinen 10 Plänen nenne, dann heißt es im Endeffekt wieder, Jonas, was ist eigentlich damit gewesen? Deshalb nichts, was so konkret wäre, dass ich das hier nennen könnte. Natürlich geht es jetzt auf jeden Fall weiter, die Zeit. Meine Zeit, von der ich mich steigern wollte, verbessern wollte, ist definitiv vorbei. Ich bin bereit, weiterzumachen jetzt. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und in den nächsten zwei Wochen wird sich entscheiden, was genau das ist. Und da werdet ihr bestimmt von Kenntnis nehmen. Ja, Jonas, dann wünsche ich mir alles Gute für die Zukunft, hoffentlich bald wieder zu sehen. Möchtest du zum Abschluss noch deinen Freunden danken, Fans danken, Sponsoren, freie Wahl? Ich danke wie immer einfach mal in die Runde. Ich danke allen meinem kompletten Team, allen Leuten, die mich unterstützen. Und um jetzt auch einen Abend zu nennen, aber keine Zeit mehr. Alles klar, Jonas, alles Gute. Danke fürs Interview.